In diesem Video tanzen wir gemeinsam. Mein Name ist Jana und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Tanzvideos zum Mitmachen für mehr Sinnlichkeit und Weiblichkeit in deinem Leben. Wenn dich das interessiert, dann abonniere hier gerne meinen Kanal. So, dann fangen wir an mit unserer kleinen Tanzkombination. Ich tanze sie dir zuerst einmal vor. Dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt und zum Schluss tanzen wir sie noch einmal gemeinsam mit Musik. Los geht's! Dann fangen wir an und bei allem, was ich dir hier vorzeige, nimm das wirklich für dich als Inspiration, ja, und genieße das wirklich ganz für dich und versuch mal all diese Gedanken abzulegen nach dem Motto, oh Gott, was würde mein Nachbar denken, wenn der mich jetzt hier so sehen würde oder oh Gott, was wäre jetzt, wenn mein Arbeitskollege das von mir wüsste, ja, versuch das wirklich mal ganz, ja, mal draußen zu lassen, diese Gedanken, und mach das hier nur für dich und genieße das für dich, ja? Okay, dann geht es los. Unsere kleine Tanzkombination beginnt mit einer Pose, dann streicheln wir unser Bein, dann kommt der Schulterwirbel und dann kommt die Schlusspose, ja? Los geht es mit der Anfangspose. Ich gehe noch mal einen kleinen Schritt zurück. Für die Anfangspose streckst du dein Bein nach außen und achte darauf, dass es wirklich schön lang und gestreckt ist, also hier nicht so irgendwie zusammenfällt und auch, dass der Fuß schön lang und gestreckt ist, also nicht so, sondern so. Jetzt nimmst du deine Hände in die Hüfte und nacheinander deine Arme nach oben. Ja, wir fangen an mit dem linken Arm. Das heißt, der linke Arm kommt nach oben. Achte dabei, dass du wirklich deinen Arm den ganzen Weg von hier unten an nach oben nimmst. Also hier nicht irgendwo in der Mitte anfängst, sondern von unten an nach oben. Der Arm ist gestreckt. Und ja, deine Hand und deine Finger hier schön elegant. Okay, also Arm nach oben. Und währenddessen du den Arm nach oben nimmst, bleibt deine Schulter unten. Ja, also deine Schulter kommt jetzt hier nicht hoch bis zu deinen Ohren, sondern die Schulter bleibt unten. Und der Arm ist schön lang und gestreckt. Jetzt der rechte Arm. Wieder Arm schön lang und gestreckt, den ganzen Weg von unten nach oben. Schulter bleibt oben, nee, Schulter bleibt unten. Und jetzt hast du hier diese schöne Pose. Diese Pose hältst du jetzt für 2 Sekunden. Du kannst dir vorstellen, dass jemand ein Foto von dir schießt. Ja, dann ist es einfacher, diese Pose hier für 2 Sekunden zu halten. Okay. Als nächstes nimmst du deine Arme nach unten und das machst du wirklich ganz genüsslich, ganz sinnlich. Ja, umstreichel dein Gesicht, genieße das wirklich, wie du hier deine Arme nach unten nimmst. Der zweite Teil der Kombination ist das Beinstreicheln, ja, und du hast jetzt hier schon dein Bein schön lang und gestreckt und jetzt streichelst du einfach hier mit der Hand über dein Bein
Und dabei beugst du dich etwas nach vor. Während du dich nach vorne beugst, achte darauf, dass dein Bauch eingezogen bleibt, dein Dekolleté offen bleibt, also du hier nicht so zusammensackst, sondern hier immer noch schön stolz aussiehst, ja, und dass aus deinem Dekolleté die Sonne scheint und dein Rücken gerade ist, ja, also. Und jetzt streichelst du dein Bein und du kannst dir vorstellen, du hast jetzt wirklich das schönste Bein auf der ganzen Welt. Mach das hier wirklich genüsslich und ja. Und wieder hoch. Und jetzt ziehst du dein Bein wieder ran. Als nächstes der Schulterwirbel. Der Schulterwirbel. Ja, dafür nimmst du deine Hände nach unten. Du streckst hier schön deine Arme und die Handflächen zeigen zum Boden. Und jetzt drehst du so versetzt voneinander deine Schultern nach hinten. Diese Bewegung habe ich dir hier auch in diesem Video schon einmal erklärt. Wenn du das gucken möchtest, dann gerne. Okay, also Schulterwirbel. Und wir laufen dabei jetzt auch ein paar Schritte herum. Das heißt, wir gehen zuerst ein paar Schritte zur linken Seite. Machen hier eine schöne Pose, Schulterwirbel, lächeln. Und jetzt gehen wir ein paar Schritte nach rechts. Und wieder eine schöne Pose, lächeln. Ja, und man kann hier wirklich ganz viel machen mit so kleinen, aber feinen Gesten, wie zum Beispiel einfach lächeln. Ja, also denk jetzt nicht so sehr daran, oh Gott, wie sieht das jetzt hier aus oder ich kriege das gar nicht so hin oder mehr, sondern mach das wirklich mit Stolz, mit Freude und einfach lächeln dabei. Ja, und jetzt kommst du wieder in die Mitte, machst immer noch deinen Schulterwirbel. Und wir beenden die kleine Tanzkombination mit einer Schlusspose. Und dafür nehmen wir wieder abwechselnd unsere Arme nach oben. Erstmal die Hände in die Hüfte. Und jetzt wieder der erste Arm nach oben. Wieder voller Stolz. Schau deinem Arm hinterher. Es ist der schönste Arm der Welt. Und der andere Arm. Ja, das ist die kleine Tanzkombination. Wir tanzen sie jetzt noch einmal mit Musik. Und wenn du dich fragst, zu welcher Musik du das Ganze hier eigentlich tanzen kannst, dann habe ich dir unter diesem Video eine Spotify-Playlist verlinkt mit richtig toller Burlesque-Musik. Ja? Also diese Musik darf ich leider hier in den YouTube-Videos nicht verwenden, aber hier unter diesem Video findest du einen Link zu Spotify mit einer Playlist mit richtig, richtig tollen Liedern. Und die, ja, also es macht schon glücklich, diese ganze, ja, diese Musik zu hören. Ja, also schon allein das gibt einem so ein ganz tolles Gefühl. Ja? Okay, und jetzt machen wir das Ganze noch einmal mit Musik. Ja, das war unsere kleine Burlesque-Tanzkombination. Wenn sie dir gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen und hilft und unterstützt auch meinen Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und
Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Jana.